Hallo und herzlich willkommen hier zum Boxing Day, dem Tag des Boxens bei TV Berlin aus dem wunderschönen Mercure Hotel Moa hier in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind und ich freue mich auch, dass ich heute einen sehr kompetenten, sehr angenehmen Gesprächsgast hier habe. Bei uns heute Hagen Döring. Hagen, hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Schön, dass du bei uns bist. Ich glaube, man muss dich eigentlich nicht vorstellen, zumindest nicht den Leuten, die sich im Boxen ein bisschen auskennen. Aber nochmal kurz zu deinem Werdegang. Du warst selber sehr erfolgreicher Amateurboxer. Ja. Dann hast du kurz mal einen Ausflug in etwas andere Richtung gemacht, bist in die Politik gegangen und dann warst du sehr lange bei Sauerland Event. Erzähl vielleicht nochmal ein bisschen selber. Ja, genau. Ich war 12 Jahre bei Sauerland Event, war dort der Sportdirektor und seit 2 Jahren berate ich viele Boxer bzw. habe eine eigene Boxpromotion mit 2 Investoren, die Z-Promotion. Jetzt ist dein Werdegang, wie gesagt, vom Amateur. Erzähl mal von deiner Amateurzeit ein bisschen. Du bist deutscher Juniorenmeister, glaube ich. Ich war DDR-Juniorenmeister 1988, da war Uli Wegner mein Trainer in der Ecke und war 1990 deutscher Vizemeister, da war Fritz Dunek mein Trainer in der Ringecke. Und warum hast du dann nicht selber den Weg gemacht von den Amateuren und bist Profiboxer geworden? Das Profiboxen war damals noch nicht so stark in Deutschland, das war Anfang der 90er Jahre noch in der Entwicklung. Ich wollte noch studieren, mich mal ausprobieren im Leben, war dann Kommunalpolitiker für die CDU, habe im Bundestag gearbeitet für Dr. Norbert Blüm und dann bin ich wieder letztendlich beim Boxen wieder gelandet. Das ist ja ein ganz spannender Werdegang, vom Boxen zur Politik, wieder zum Boxen. Jetzt ist Boxen ja im Grunde auch viel Politik, oder? Naja, zumindest du hast mit der Materie Mensch zu tun, das hast du auch in der Politik. Du musst deine Interessen vertreten, immer wieder beharrlich daran arbeiten, an deinen Zielen. Ausdauer, Beharrlichkeit ist in beiden Branchen wichtig. Und natürlich, ein bisschen Politik ist da auch bei. Du musst deinen Sportler optimal vertreten, deine Promotion optimal vertreten, bei Fernsehpartnern, bei den Boxverbänden. Das ist auch Politik, klar. Und du hast gesagt, du hast gearbeitet bei Dr. Norbert Blüm. Ist der auch Boxfan? Ja, der ist Boxfan und was viele nicht wissen, der hat in seiner Jugend in Hessen mal geboxt. Ach was, und auch erfolgreich? Naja, man muss die Zeit und die Geschichte kennen. Das Boxen war ja bis 1949 das Amateurboxen verboten durch die Alliierten. Also sprich, als er als Jugendlicher geboxt hat, hat gerade das Boxen wieder angefangen. Im Gegensatz dazu, historisch interessant, das Profiboxen war nie verboten. Das durfte also auch in den Jahren 45 bis 49 durchgeführt werden. Das hatten die Alliierten unter den Künstlern oder der Haltung gezählt, deswegen war Profiboxen nicht verboten, aber Amateurboxen. Deswegen hast du ja auch in der Zeit oft Leute, die als Profis anfingen und dann auf einmal wieder Amateure wurden. Jetzt hast du gesagt, deine eigene Amateurzeit, 88, 90, die Wendezeit. Das heißt, du hast auch hautnah dann miterlebt, die Zeit, in der Henry Maske von den Amateuren dann zu den Profis gewechselt ist, dann groß geworden ist als Profi. Wie hast du das aus der Distanz ja damals noch, aber wie hast du das miterlebt? Na, ich habe mich ja immer für Boxen interessiert. Ich war ja auch immer irgendwo mit dem Boxsport verbunden. Es hat mich gefreut für meine Sportart, dass das Boxen jetzt in den Medien stattfand. Es ist ja einfach, RTL ist damals eingestiegen, hat den Boxsport sehr gut promotet, hat große Plattformen gefunden, große Zuschauerzahlen, über 17 bis 19 Millionen waren die Topquoten bei RTL. Und für meine Sportart, fürs Boxen, was ich ja mit Leib und Seele in irgendeiner Form übertrieben habe, aktiv, passiv, hat es mich gefreut. Und wie ging denn der Weg für dich wieder, also dann kam diese Hochzeit mit Henry Maske, Axel Schulz, dieser Boxboom in den 90er Jahren, wie ging denn der Weg für dich zurück aus der Politik quasi zum Boxen? Also wie gesagt, nebenbei hatte ich ja immer Boxen gemacht. Ich hatte einen Trainerschein gemacht bei den Amateuren und war dann als Verbandsfunktionär bei den Profis eingestiegen. Ich war Zeitnehmer, ich war Ringrichter, Punktrichter, war dann Vorsitzender vom Berufungsausschuss des Bundes Deutscher Berufsboxer, bis mich dann Wilfried Sauerland angesprochen hat, ob ich mir auch vorstellen könnte, hauptberuflich im Boxen zu arbeiten für Sauerland Event damals. Und das war ja zu der Zeit, Sauerland und Universum, die beiden großen, starken Ställe in Deutschland, das war schon eine sehr erfolgreiche Zeit, in die du da reingekommen bist. Insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Zeit. Man muss sehen, dass alle großen Fernsehsender Boxen gezeigt haben, die öffentlich-rechtlichen, ARD, ZDF, auch RTL hatte ja Boxen gezeigt, Sat1 ProSieben ist dann gekommen, also alle großen TV-Formate haben sich irgendwie mit dem Boxen beschäftigt, haben irgendwie Boxen gezeigt. Auch Eurosport hat damals Live-Veranstaltungen meistens dienstags gemacht. Also es fand viel Boxen im TV statt.
Hast du gezählt in dieser Zeit, seit 2002, wie viele Veranstaltungen du verantwortlich miterlebt hast? Oh, das habe ich nicht gezählt. Das werden aber schon weit über 100 bis 200 sein. Ich habe ja auch Veranstaltungen betreut für andere Promotoren. Ich habe im Ausland viel auch betreut. Sauerland war in Skandinavien aktiv oder ist noch in Skandinavien aktiv. Also ich denke mal, 150, 200 Boxveranstaltungen werde ich schon irgendwie wo in einer Form immer mit begleitet und betreut haben, mindestens. Jetzt hast du ja gerade gesagt, das war einfach eine sehr erfolgreiche Zeit, weil die Fernsehsender alle mit dabei waren. Inzwischen merken wir so einen kleinen Rückgang oder auch einen größeren Rückgang. Die Fernsehsender, ein paar Fernsehsender sind schon ausgestiegen, bei anderen schwächeln die Quoten. Woran liegt das? Tja, das ist schwer. Vielleicht war es auch, dass wir in den, sag ich mal, in dem Zeitraum 2005 bis 2010 zu viel Boxen hatten. Jetzt ist aber genau das Gegenteil, die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF sind ausgestiegen. Wiederum der Mitteldeutsche Rundfunk, der ist seit 2,5 Jahren im Boxen dabei und erfüllt, bringt gute Zahlen, toppt jedes Mal eine Veranstaltung nach der anderen, sowohl die Zahlen in ihrem Sendegebiet, was den Sender interessiert, als auch deutschlandweit. RTL macht es nach wie vor sehr erfolgreich. Wladimir Klitschko boxt da, Marco Huck boxt da. Sat.1 muss man abwarten. In einigen Zahlen sind sie ja im Fallen. Ich glaube, sie machen nicht mehr so viele Veranstaltungen dieses Jahr, wie es aussieht. Das muss man einfach mal sehen. Und auch bei deinem ehemaligen Arbeitgeber, dadurch, dass der Fernsehvertrag mit der ARD ausgelaufen ist, läuft es auch nicht mehr so richtig optimal. Der Boxing Day kommt nach Berlin, hier im Mercure Hotel Moor. Und Sauerland geht aus Berlin weg oder ist aus Berlin schon weggezogen nach Hamburg. Bist du da noch nah genug dran, dass du Hintergründe kennst oder wie sieht's aus? Ja, genaue Hintergründe kenne ich nicht mehr, aber man sieht ja, es wird weniger, es wird Personal abgebaut, es werden Boxer abgebaut, es finden nicht mehr so viele Veranstaltungen statt. Also in diesem Jahr haben wir im ersten Quartal bis jetzt noch wird eine Veranstaltung auf Sat.1 ausgestrahlt, das war früher mal mehr. Ich denke mal, insgesamt wird es da weniger werden. Wie es denn da konkret aussieht oder was sie in der Zukunft machen, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber wir werden es ja alle sehen. Und wir werden gleich weiter darüber sprechen. Erstmal müssen wir aber ein bisschen Werbung machen. Vor der Werbung natürlich wollen wir eine Künstlerin hier begrüßen bei uns auf der Bühne. Und zwar ist das die hervorragende Jenny von Brie mit ihrem Hit Ich bin dein. Das ist das Album, das erscheint Zeitlupenmoment, erscheint am 12. Mai, können wir sehr empfehlen. Deutschpop mit ein bisschen Elektro, auch Hagen, genau deine Musik, wie ich weiß. Also Jenny von Brie jetzt live hier auf der Bühne mit Ich bin dein. Viel Spaß. Manchmal sieht sich so dein Gedanken und frag mich. Und ich frage mich wieder, bin ich meinem Ziel schon so nah? Oder wird's mir entgleiten? Nicht sagen, sind all meine Gedanken wieder im Spiel, dann muss ich es wagen, auch wenn ich dann vieles riskier. Es wird sich schon lohnen, denk ich an dich, steh ich wieder auf, war ich auch vorher schon am Boden, dann brechen die Wolken wieder. Sag ich immer wieder, ich bin dein, bin dein.
Ahnen. Ich kann wieder lächeln, ich kann wieder strahlen. Und du bist dann schuld daran, denn dann bist du mein Mann.